Leute, herzlich willkommen zurück auf dem Chaos-Kanal bei Svenny. Ja, wir waren ja hier irgendwie noch bei Dingsbums-Dings da, ne? Ich komme immer noch nicht mit der Steuerung klar. Ne, da müssen wir nicht hin, wir müssen jetzt zu denen. So, weiter geht's hin. Wir waren ja noch in den in Üben. Neue Befehle. Mannschaftsausbildung. Waren wir hier? Hier waren wir, glaube ich, ne? Ja, sicher. Wir müssen hier hin. Oh, oh, oh. Da haben wir aber noch viel zu üben, ne? Ich stelle mich immer noch voll an wie der Vollpfosten. Egal, wir machen Lehrgang 3 heute. Leute. Da bin ich ja mal gespannt, ne? Ich hoffe, das passt jetzt besser mit den Tönen. Ich habe alles viel leiser gemacht. Willkommen zurück, Herr Kommandant. Oh, ich muss mich mehr hier so halten. Aber ich kann dazu schlecht lesen. Während dieser Ausbildungseinsatz werden wir einen Angriffsversuch an feindliche Schiffe unternehmen. Ich werde Ihnen dabei auch die Grundlagen und Verwaltung der Besatzung beibringen. Okay. Bitte öffnen Sie die Karte, um fortzufahren. Eines unserer U-Boote berichtet, dass vor einigen Stunden einige Frachter im Planquadrat BF-42 gesichtet wurden. Top Job. Das U-Boot kann von einem Minen. Ja, Dingsbums zurück und war zu diesem Zeitpunkt nicht bewaffnet, um die Schiffe anzugreifen. Okay, habe ich auch schon verstanden. Ich habe die Position auf der Karte markiert, an der wir die Frachter in naher Zukunft erwarten. Alles klar. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die markierte Position. Das Boot und die Mannschaft sind bereit. Jetzt müssen wir uns aus dem Hafen auslaufen. Klicken Sie dazu auf die markierte Schaltfläche, den Maschinen und wählen Sie halbe Fahrt. Achso, hier so, dahin. Immer mal halbe Fahrt. So. Hehe, läuft. Ist dunkel, das Shitkram, ne? Guck mal, der fährt da los, du. Das sind schon geniale Bilder, ne? Diese Steuerung ist aber noch nicht so prickelnd, ne? Aha. Aha. Ja, wir wollen so gucken. Gib doch mal Schub da. Ist ein bisschen dunkel, oder? Kannst du schneller fahren? Der brackelt doch da gleich irgendwo gegen, oder ne? Schickram, dass das so dunkel ist. Aber er ist jetzt leider so, ne? Da ist alles voll, ne? Fliege ist auch an Bord, ne? Darf man auch nicht vergessen. Bart muss ich immer noch stutzen. Kann ich nicht alleine. Schickram. Können die nicht mal schneller fahren hier? Oh, so geht den. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ich mach mal ein bisschen schneller. Wir wollen ja auch was erleben. Ah, so geht das. Okay, okay, okay. Da, wir fahren da hinter, ne? Ist klar, wie komme ich jetzt wieder zurück? Hä? Schickram. Ah, okay. So fahren wir ein bisschen schneller da. Hey, hey, gibt Stoff, wa? Hä? Guck mal da. Die fährt aber langsam. Die ist nicht so schicki von. Kannst du nicht mal Schub geben da, Rakete? Ist doch voll dunkel. Ja, so sieht das aber doof aus, ne? Gib doch mal hier. Große Ford.
Okay, tut sich nichts. Das sieht schon geniale Bilder, wenn das nicht so dunkel wäre, ne? Komm, wir gucken mal lieber hier. Das dauert ja ewig. Tiefenmesser? Was ist das hier? Ruder, also. Okay, okay, okay. Dann machen wir hier ein bisschen schneller. Ah, guck mal, korrekt, korrekt. Wieder eine Tässchen gefunden, was wir gebrauchen können, ne? Da fährt er auch ein bisschen schneller nach dahin, ne? Was ist hier los? Geringe Navigationsgrenzen. Wir haben große Schwierigkeiten, den Kurs und die Position des Bootes zu bestimmen. Befehlen Sie umgehend einen Offizier. So, wir müssen jetzt hier. Mach mal weg. Das will ich doch gar nicht. Sollst dich hier drehen? Die Steuerung ist echt gewöhnungsbedürftig, ne? Hallo? Wir müssen doch jetzt doch ranzoomen. Wir müssen doch hier. So. Wer ist denn hier Offizier? Oh, oh, oh. Wo ist denn hier? Ah, so. Also, warte, warte, warte. Wir müssen, glaube ich, hier gucken. Du bist Wächter? Was machst du für Funke? Was steht da? Du bist der Funke. Nee, du bist Dingsbums hier. Mach du mal. So, und geh mal hier zum Kartentisch da. Wie sollst du da hin? Mach Latte, Kollege, wir essen zeitlich. Und das läuft schon mal. Ich glaube, wir müssen auch hier den Kreiselkompass mal einschalten, ne? Dann gehen wir wieder einen Kartentisch da. Mach da mal Latte. Wieso, das läuft schon mal. Was ist das hier? Lenzpumpe? Haben wir Wasser im Boot? Ne, ich glaube nicht, ne? Das sollst du doch gar nicht. Geh wieder zurück. So, ich muss den wahrscheinlich irgendwie loslassen, ne? So, lass mal. Haben wir da jetzt? Habe ich gemacht. Dann machen wir hier wieder Korte. Wo sind wir? Ah, doch, da, da, da. Guck mal, läuft der Laden, wer? Zwar nicht so wie soll, aber das geht ja schon mal. So, und jetzt? Wir sind durch. Oh, ist wieder hell. Premium, Premium. Sieht schon geniale Bilder. Ich brauche noch einen Screenshot, ne? Wie war das denn? F10? Oder F12? Upsi. Jetzt haben wir einen Screenshot. So, und was sollen wir jetzt hier machen? Kollege Schnürschuh? Kannst du mir das mal vertellen? Sind wir jetzt hier an den Koordinaten, oder ne? Ausbildungstorpedoangriff. Erreichen Sie das Zielgebiet. 3,1 Kilometer. Da müssen wir noch ein bisschen Gas geben, wa? Es ist gar nicht so einfach, wie das aussieht, ne? Guck mal, schwere See. Sind wir jetzt nicht da? Mama. Muss noch da sein. Ah,
Aber die Karte ist aber auch nicht so tüfteln. Aha! Ja, sehr gut, sie sind am Zielgebiet angekommen. Wir sollten nun mit der Suche nach Frachtschiffen beginnen. Okay. Werfen wir kurz einen Blick auf den Innenraum des Bootes. Wie Sie sehen, ist Ihre Besatzung bereits aktiv und arbeitet an verschiedenen Stationen auf dem Boot. Sie kennen Ihre Aufgabe sehr gut und benötigen die meiste Zeit keine Anweisung. Okay. Während langer Einsätze und Kämpfe passiert jedoch oft unvorhersehbare Ereignisse. Ihre Rolle als Kommandant ist es, alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um zu überleben. Alles klar. Aus diesem Grund habe ich Ihre Offiziere befohlen, die Situation zu verlassen, damit wir während dieser Ausbildungseinsatz das Verhalten der Mannschaft trainieren können. Aha. Wir müssen zunächst die Frachtschiffe ausfindig machen, um sie zu versenken. Das geht am besten mit Hilfe des Hydrofunkter. Es ist in der Lage, Schiffe aus mehreren Kilometern Entfernung, bla bla bla. Das auf Ihrem Boot installierte GHCG-Hydrofunk funktioniert jedoch nicht auf Wasseroberfläche. Tauchen Sie auf die Seerotrufe, um fortzufahren. Alles klar. So, wir müssen hier mal hin. Hallo, wo war das denn? Ach, da müssen wir hin. Ja, hier Seerohrtiefe. Alle runter! Flagge einholen, Kollegas! Ist aber auch nicht so schön, ey. Jetzt kann die Schalke vorne dran. Deswegen, ne? Ist das nicht so Premium. Mach mal runter da! Was dauert denn das so lange? Wir hätten schon tot sein können. Bewässern. Oh, wir haben gar nicht nachgeguckt, ob die Kompression da hinten noch in Ordnung ist, ne? Hoffentlich wird das Video nicht so lang. Egal, müssen wir jetzt durch. Geht das nicht ein bisschen fixer? Alles klar. Das Hydrofon kann von jedem ausgebildeten Offizier bedient werden, aber Funkoffiziere eignen sich hervorragend für diese Aufgabe. Wählen Sie auf Ostermann. Funker. Hans Jürgen heißt der, ne? Ostermann. Herr Kaloy. Klicken Sie auf den Horchraum, um die Funkoffiziere. Ah, hier. Ne, Funkraum. Was? Klicken Sie auf den Horchraum. Achso, da. Ach, der war am Pennen, der faule Hund, der. Setz dich hin da, gib Hackengas. Gut, jetzt geben wir dem Offizier etwas Zeit, um nach Kontakten zu horchen. Wenn Sie möchten, können Sie in dieser Zeit Kompression nutzen. Heider, nein. Ich hab doch gar nichts gemerkt. Was ist das? Ich hab gar keinen ausgewählt. Was ist das denn? Hier, der ist so Ingenieur. Mach mal an da. Macht er das jetzt auch oder was? Ja, sicher, er läuft. Das läuft, was ist das? Also. So, hast du denn mal was, Kollege? Warum ist denn da gar keiner an Kartentisch? Wo ist der Bengel denn schon wieder hin? Oh, ich hab den falschen genommen. Herr Kaloy? Ich hab den da aus Versehen weggenommen. Bestätigt.
Das läuft ja gar nicht, Premium. Was machst du da? Schlafen oder was? Svenny, Svenny, Svenny. Oh, endlich! Geht los, Leute! Ausgezeichnet! Funkanfänger hört man mit dem Schraube. Klicken Sie auf mit der rechten Maustaste auf den Kontakt, um den Abfangkurs zu berechnen. Okay. Nein. Was machst du da? Da gehen wir mal ein bisschen Schub da. Ich glaube nicht, dass das richtig ist, was wir da gemacht haben. Ja. Ja, der fährt schon wieder weg, der Donnerschlag. Ja, wie sag mal, willst du mich hier veräppeln? Die fährt ja ganz woanders hin. Gar nicht so einfach, ne? Sieht aus, einfacher aus, wie es ist. So, und jetzt? Ja, läuft. Sind wir denn so langsam, oder was? Nee, geht. Ein Matrose hat mit dem Periskop den Frachter gesichtet. Wir können ihn jetzt gleich angreifen. Alles klar. Die wirksamste Waffe, die Ihnen zur Verfügung steht, sind die G7 Torpedos. Mit einem 280 Kilogramm schweren Sprengkopf. Abgesehen von ihren enormen Schlagkraft, die Schiffe schwer beschädigen zu können, verraten sie dem Feind in der Regel nicht die Position des Bootes. Und um sie zu nutzen, müssen sie zunächst die eine Schusslosung für den Torpedobereich berechnen. Wenn sie auf die Aussage genau aus. Herr Kaloy. Bestätigt. Alles klar. Läuft der jetzt hin oder was? Mach mal Latte da. Wo ist sie denn? Macht der da Pause oder was? Kollege, jetzt weißt du, warum wir verloren haben? Heiner, nein, du. Entschuldigung, darf man glaube ich gar nicht sagen, ne? Aber ist ja so. So, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Feindfläche. Feindliche Frachtschrift, um die Berechnung der Schusslosen auf. Aha. Sehr gut. Offizier Klaus Hagenau berechnet nun die Schusslösung. Es ist keine einfache Aufgabe und wir sollten ihm etwas Zeit dafür geben. Ich werde Ihnen weitere Anweisungen geben, sobald die Berechnung abgeschlossen ist. Gehen wir ein bisschen Schub hier. Das dauert ja ewig. Auf Zyklus Hagenau hat eine geeignete Torpedolösung erstellt. Es ist an der Zeit, die Torpedos einzeln. Okay. Wählen Sie das feindliche Schiff mit der linken Maustaste aus, bevor Sie hier fortfahren. Gut, klicken Sie auf die hervorgehobene Schaltfläche um die Bedienungsoberfläche. Okay. Klicken Sie auf mindestens 3 Torpedorohre, um die Rohre mit Wasser zu fluten. Rohr 1 bewässern. Rohr 2 bewässern. Rohr 3 bewässern. Ja, alles klar.
Station Nu. Alles ist vorbereitet. Feuerherkommand. So, wie komme ich jetzt hier auf mein Boot? Hä? Mach mal weg. Wir wollen damit gucken, Kollege. Sind doof, wenn du selbst nicht gucken kannst. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Wir haben... Der ist ein Zero, ne? Nochmal Korte. Man hört auch gar nichts, dass sie losgegangen sind oder so, ne? Was ist das? Gehen die jetzt alle daneben oder was? Hallo? Kannst du mir das jetzt bitte... Ich sehe gar keine Torpedos. Seht ihr Torpedos? Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Ach der, guck mal da. Aha, aha, aha. So ganz geschnallt habe ich das noch nicht, bin ich ja ganz ehrlich, ne? Was ist das hier? Aha. 40 Sekunden bis Torpedo einschlagen. Ah, guck mal. 30 Sekunden. Was ist das? Ah, das ist... 20 Sekunden. Ja, liebe Leute, ich finde, das ist gar nicht so einfach. Wo kommen denn die Orle? 10 Sekunden. Oh! Heiler, nein! Nur ein! Lassen Sie uns auftauchen, um zu sehen. Alles klar. Hierhin. Auftauchen. Liebe Leute, das ist echt nicht einfach. Hey, das sag ich. Und da muss auch, glaube ich, erstmal nicht lange reinfuchsen, bis du das Spiel, glaube ich, verstehst, ne? Was hier los? Ach nee, Fehlschuss. So, was sollen wir jetzt machen? Können die nicht mal schneller auftauchen? Wechseln auf Dieselmotor. Okay. So, und jetzt müssen wir gucken. Wahrscheinlich. Hallo? Schön wieder aufgetaucht zu sein. Wählen Sie einen Offizier aus, Klaus Hegenau, bevor wir fortfahren. Kapitän. Sehr gut. Lassen Sie ihn nun die Umgebung von... okay. Sehr wohl, Herr Kanol. Krass, krass, krass. Und nun? Ich kann leider nichts erkennen, da sind wir noch nicht mehr. Bla bla bla.
Hier nix Torpedo, du sollst da hinfahren. Klicken Sie Offizier Klaus Hagemann an. Ja, machen wir ja. Heider nein. Klaus Hagemann. So. Wo ist denn Klaus? Ach, da muss ich drauf gehen. Was? Klicken Sie auf Zyklaus auf der obersten Balken, um Ihnen so viele Matrosen zu... Ah, okay. Da sind ja noch mehr. Ausgezeichnet. Auf hier ist noch ein Frachtschiff. Ach du Schiete. Alles klar. Was ist das? Ah, da müssen wir hin. So, dann gehen wir mal Gas, ne? Aber liebe Leute, ich sage erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, auch wenn es nicht so einfach ist, ne? Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.